So, wollen wir doch mal sehen, nicht wahr? I's Inventar, glaube ich. Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Wir wählen ihn aus. Und dieses Schloss wird wahrscheinlich das entsprechende Gegenstück sein. Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Manny, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, über andere Leute zu fahren. Sie spüren nichts mehr. Sie sind tot. Du bist auch tot. Aber trotzdem würde ich dich nicht überfahren wollen. Das ist nett von dir. Ja, Glottis, weil du und ich Freunde sind. Oh, Manny. Okay. Hätten wir nicht noch die anderen Bildschirme besuchen können? Offenbar nicht. Schön. Hallo. Miss Colomar. Wir sind hier, um Sie zu retten. Hey, hört mit dem Krach auf. Die ganze Stadt schläft. Ich dachte, wir bleiben viel länger in dem Wald jetzt. Ich will heizen. Wenn die erstmal meine Abgase schlucken, dann sind wir das Stadtgespräch. Du hast recht. Wir brauchen einen Ort, an dem wir das Ungetüm verstecken können. Wo wir gerade von Verstecken reden. Ob Matche schon hier ist? Ich sehe mal, was ich rausfinden kann. Übrigens kein schlechtes Grundstück. Könnte man was daraus machen. Ja, ist nicht zu protzig. Was geht mit dir ab, sag mal? Ist auch geil. Wenn er guckt, fällt er wieder ganz reumütig nach unten. Okay, lass mich raten, wir finden hier unten nichts mehr, was ich mitnehmen könnte. Nicht, dass ich im ersten Bildschirm schon was vergesse. Sieht nicht so aus. Dann wieder hoch. Und mal gucken. Wir können hier hoch. Wir können rechts lang. Wir können da hoch. Gehen wir erstmal hoch. Okay. Wir können da hinten rein. Wir können uns hier vielleicht irgendwas betrachten. Die können wir nicht. Ja, lass doch noch hinten rein. Ah, guck an. Ein kleines Diner. Überall sind so Senf- und Ketchupflaschen. Das war so offensiv, deswegen möchte ich sie geradezu mitnehmen, aber das geht offenbar nicht. Wir können da hinten rein. Wir können hier nichts machen, außer wahrscheinlich mit dem Typen sprechen. Erstmal angucken. Erstmal begaffen, bevor wir die Leute sprechen. Kommt mir bekannt vor. Guten Tag. Mr. Flores, ich bin jetzt soweit. Manny Calavera, bist du das? Warst du nicht mal größer? Ich bin hier, um den Spazierstock zurückzufordern. Ich suche eine Frau namens Mercedes Colomar. Was machst du hier? Erstmal, was machst du hier? Was machst du hier? Nun, wenn du es unbedingt wissen willst, nach meiner Frau. Ich habe erfahren, dass sie nicht lange nach mir verstorben ist und wie ich zu Fuß durch das Totenreich gehen musste. Man sagt, dass alle verlorenen Seelen nach Rubakawa kommen. Also kam ich hierher, um auf sie zu warten. Wenn du mich schon fragst nach meiner Frau, du meinst, du suchst nach deiner Frau, okay. Du musst sie sehr lieben, Celso. Du musst sie sehr lieben, Celso. Ja, das ist wahr. Abgesehen davon hat sie noch all mein Geld. Naja, okay. Woher weißt du, dass deine Frau nicht vor dir hier gewesen ist? Woher weißt du, dass deine Frau nicht vor dir hier gewesen ist? Oh, Manny. Wenn sie als Erste hier angekommen wäre, dann hätte sie bestimmt auf mich gewartet. Du meinst, hat all dein Geld und du wartest, dass sie auf dich wartet? Ja. Das ist... Du liebst sie sehr, nicht wahr? Liebe macht ja blind. Ich werde dir helfen, deine Frau zu finden. Wie sieht sie denn aus? Ich werde dir helfen, deine Frau zu finden. Wie sieht sie aus? Oh, hier. Das habe ich von der DOD. Ich habe Handzettel davon gemacht. Ist sie nicht toll? Mit Haut muss sie wunderschön gewesen sein. Waren wir das nicht alle? Naja, ich bestimmt. Ist wunderschön, dass sich eine Idee geäußert, was DOD bedeuten könnte. Möglicherweise ist es Toten einer skandinavischen Sprache in irgendeiner Form. Möglicherweise ist auch DOD einfach nur Abkürzung für irgendwas. Ich kann es absolut nicht sagen, aber vielleicht können wir es ja irgendwann in diesem Spiel noch rausfinden. Nun, weißt du, wo ich eine Bleibe finden kann? Nun, weißt du, wo ich hier eine Bleibe finden kann? Was willst du denn anlegen? So zwischen nichts und gar nichts. Dann wird es Zeit, sich Gedanken über einen Job zu machen, junger Mann. Ich habe bereits einen Job. Ich bin in der revolutionären Front. Kannst du mir einen Job verschaffen? Kannst du mir einen Job verschaffen? Was kannst du denn? Verkaufen. Tja, damit qualifizierst du dich für eine ganz besondere Position. Aber wir haben leider nur einen Wischmob. Okay. Ich suche eine Frau namens Mercedes Colomar. Ich suche eine Frau namens Mercedes Colomar. Hier ist niemand durchgekommen, der so heißt. Das kannst du mir glauben. Ich suche nämlich auch nach jemandem. Und darum beobachte ich das Kommen und Gehen hier sehr genau.
Bei dem Trubel hier ist natürlich eine große Schwierigkeit. Ich bin hier, um den Spazierstock zurückzufordern. Was immer du mit da meinen magst. Ich bin hier, um den Spazierstock zurückzufordern. Ich habe ihn im Wald auf dem Schädel einer schrecklichen Kreatur zertrümmert. Tut mir leid, Manuel. Ich muss mich auf die ersten Kunden vorbereiten. Achso, dann war ich geöffnet. Ich lass dich wissen, wenn ich deine Frau sehe. Sie wird diejenige sein, die nach ihrem geliebten Celso fragt. Davon gehe ich natürlich aus. Können wir rechts raus? Nein, okay, das ist das Einzige, was wir machen konnten, war mit dem Herrn zu sprechen. Interessant, gehen wir also raus. Und, ja, mal wieder hier runter. Schöne, chillige Musik. Man scheint auch wieder hochkommen zu können, wie auch immer das sein mag. Wie auch immer das man das machen kann, wahrscheinlich, wenn man irgendwie ihm seine Frau wieder besorgt. Uff. Was von jetzt? Oh! Das meinte ich eigentlich nicht so. Ach, Touristen. Ja, vielen Dank. Du musst aufpassen, wo du hintrittst, Fremder. Ubakawa ist nicht mehr das beschauliche Hafenstädtchen von einst. Eieieiei, sieht aus, als wäre ein neues Gefährt in der Stadt. Entschuldige, ich muss mir das mal ansehen. Okay. Wer bist du? Was kannst du? Und ich nehme an, hier rechts soll ich nicht runtergehen. Verstehe. Dann folgen wir einfach mal und quatschen. Ich muss von. Eigentlich ist es fast ein Serienmodell mit ein paar kleineren Veränderungen hier und da. Ja, das sieht man kaum. Turbo oder ist das was anderes? Hallo? Erst mal angucken. So eine Jacke wollte ich schon immer mal haben. Ja, ist ganz schick. Zumindest besser als deine, ehrlich gesagt. Wissen Sie, da war dieses hohe, schrille Kreischen. Es tat richtig in den Ohren weh. Und ich habe gesucht und gesucht, aber ich konnte nichts finden, bis wir hier angekommen sind. Und? War es vielleicht der Keil? Wahrscheinlich war ich das selber. Nein, es war ja. Manny, der auf dem Rücksitz kreischte wie eine Katze, die man an eine Cruise Missile gefesselt hat. Das war ein guter. Hola. Hey Manny, Hafenmeister Velasco sagt, er weiß, wo wir die Knochenschleuder eine Zeit lang unterstellen können. Oh ja, wir können das Schätzchen doch nicht im Nebel stehen lassen, sonst zerfrisst es euch noch den ganzen Chrom. Chromfraß? Hast du das gehört, Manny? Wollt ihr Jungs eine Weile in Rubakawa vor Anker gehen? Ist Chrom nicht gerade das, was rostfrei ist? Nur so? Verfeiert man den Stahl mit Chrom, um dann, damit es rostfrei wird? Und etwas härter? Aber gut, ich frag nur so. Wir suchen nach einer Frau namens Mercedes Colomar. Wir suchen nach einer Frau namens Mercedes Colomar. Mit Namen habe ich nicht so. Hatte sie irgendwelche besonderen Merkmale oder Tätowierungen? Sie hat mir zumindest keine gezeigt. Tja, wie ich schon sagte, mit Namen komme ich so gut klar wie ihr mit dem Nebel. Du hast eine coole Stimme, Mann. Vielleicht bleibe ich eine Weile hier. Gibt es hier Arbeit? Oder nein, wie finden Sie sich nur bei all dem Nebel zurecht? Wie finden Sie sich nur bei all dem Nebel zurecht? Oh, wer so lange wie ich auf den Docks herumwandert, Fremder. Man orientiert sich am Duft der See, am Klang des einsamen Nebelhorns, am eisigen Hauch der kalten, salzigen Brise. Wow, Manny, bekomme ich auch so eine Augenklappe? Vielleicht, wenn du dich äußerst dumm anstellst, was ich vorhin mal ausgeben darf. Darf ich fragen, was unter der Augenklappe ist? Darf ich fragen, was unter der Augenklappe ist? Ich meine, ein Auge kann's ja nicht sein. Oh, naja, ich hatte schon zu Lebzeiten eine Augenklappe. Und diese ist gegen die Phantomschmerzen. Na, ich verstehe, das erscheint sinnvoll. Die Augenhöhle hat gejault wie ein Höllenhund, sobald der Passatwind durchpfiff. Also habe ich's gestopft. Okay, vielleicht bleibe ich eine Weile hier. Gibt's hier irgendwie Arbeit? Vielleicht bleibe ich eine Weile hier. Gibt es hier Arbeit? Oh, an den Docks gibt's eine Menge Arbeit, aber die wird nur an Gewerkschafter vergeben. Und irgendwie scheinst du nicht in diese Gewerkschaft zu passen. Hey Manny, wir waren gerade mitten im Gespräch. Entschuldigung. Ja, schon gut. Okay, ja, und ihr redet lautlos weiter. Wir können nicht mehr mit euch reden, oder was? Aber keinen sinnvollen Kommentar sind mehr entlocken. Sind Sie sicher, dass noch nie eine Frau namens Mercedes Colomar durch diese Stadt gekommen ist? Möglich ist alles. Ich weiß es nicht. Ich sagte ja bereits, mit Namen habe ich nichts. Ach, warte mal, ich habe gerade ein Bild bekommen von, Francesco oder sowas. Was fand ich Mercedes Colomar ist, aber irgendwer anders. Erstmal untersuchen. Das ist Celsos Frau. Ich glaube, Haut würde bei ihr auch nichts helfen. Auswählen? Vielleicht kennst du die ja.
Ja, hör mal, ich muss auswählen. Nein. Ah, das war jetzt falsch. Ich wähle es aus. Das ist Celsos Frau. Auswählen. Ich glaube, Haut würde bei ihr auch nichts helfen. Und das da, haben genau. Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Oh, wenn das die Frau ist, die du suchst, dann habe ich einen Rat für dich. Vergiss die Kleine. Sie ist hier vor 2 Wochen in einer hübschen Doppelkabine abgedampft. Und sie war nicht allein. Okay, woher wissen Sie denn, dass sie fort ist? Ich kann das nicht glauben. Woher wissen Sie denn, dass sie fort ist? Ich kann das nicht glauben. Tja, Junior, sieh der Wahrheit ins Auge. Da schau in mein Hafenbuch, wenn du es schwarz auf weiß haben willst. Vor 6 Wochen, an einem Dienstag, 2 Tickets im Voraus bezahlt. Ich selbst hab den Shampoos am Bug zerschellen lassen. Hey Manny, wir waren gerade mitten im Gespräch. Ja, ja, schon gut. Hör mal, Söhnchen, ich weiß, wie du dich fühlst. Auch ich hab mal eine ganz besondere Lady verloren. Ich winkte ihr ein letztes Mal zu, als sie aus dem Hafen fuhr. Und ich sah sie nie wieder. Und wie war ihr Name? SS La Mancha war ihr Name. Aber ich möchte nicht weiter über sie reden. Es tut zu weh. La Mancha ist wahrscheinlich irgendein Schiff, was gesunken ist. Ich hätte eher auf Titanic jetzt getippt, aber gut. Hier ist also das Hafenbuch. In Velascos Logbuch steht, dass Celsos Frau was mit einem anderen hatte. Das ist ja dumm. Dann müssen wir leider mal Celsos Herz brechen. Und gucken, ob wir jetzt irgendwie weiterkommen, während sie völlig lautlos weiter flüstern, offensichtlich. Wie man diesen Mund flüstern kann, ist mir gerade ein bisschen, fremd, beziehungsweise bin noch ein Rätsel. Aber gut. Vielleicht kommen wir ein Stückchen weiter. Alter, ich habe doch gerade erst das Buch gehabt. Wieso bleibst du nicht dabei, blödes Inventar? Auswählen. So, so. Celso, deine Frau ist vor 2 Monaten mit einem anderen Kerl abgereist. Steht alles hier drin. Oh, Manny. Gibt es in der Natur etwas Verlässlicheres als die Untreue der Frauen? Vergiss sie einfach, Celso. Hast du denn deine vergessen? Ich reise ihr nach. Übernimm du meinen Job hier. Dieser Mob hier lässt dich wenigstens nicht im Stich. Der Kompass im Stiel wird auch recht nützlich sein. Ach, guck an. Ein Kompass im Stiel. Was genau passiert jetzt gerade? 1 year later, okay. Okay. Das war mal unerwarteter Schnitt, mein Gott. Unerwarteter Kapitelwechsel eher. Hey Boss. Kommst du mal runter? Da ist jemand, der dich sprechen will. Du weißt doch, dass ich nicht mit den Gästen trinke. Nun, mit diesem wirst du bestimmt was trinken wollen. Hört sich nach deinem Typ an. Nun, es sieht nach einer ruhigen Nacht im guten alten Rubakawa aus. Okay. Ja, dann spielen wir aber mal weiter. 1 Jahr später. In einer völlig veränderten Situation. Was haben wir im Inventar? Weiterhin unsere Sense. Und wir haben auch eine dritte Sense dabei. Das ist sehr schön. Ja, ich weiß, dass sie dieselbe war. Kann man hier irgendwas betrachten von hier oben? Nee, aber man hat einen schönen Ausblick. Auch wenn man nichts wirklich betrachten kann. Ah ja, es geht ja links weiter. Betrachten. Ich betrachte mal alles, weil es ja nicht logischerweise alles für mich neu ist. Da liegt irgendwas. Ah, die Och, du Scheiße. Fee. Le numéro gagnant. Le 9. Rouge. Ampère et manque. 9. Rot. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Wir haben es begriffen, ja? Le 2, Noir Père Manque. Numéro 2, die 2 gewinnt. Ihre Chips, Monsieur. Schon wieder?
begreife ich gerade nicht. Also scheinbar manipulieren wir das Spiel, okay, das verstehe ich. Mesdames et Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies und Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Ja, ja. Alter, muss der alles in 50 Sprachen wiederholen? Ich drücke jetzt mal drauf. Le numéro gagnant, le 32, rouge, père passe. Was aber das gerade zu bedeuten hatte, begreife ich vielleicht noch später. Noch begreife ich nicht ganz, was wir hier tun sollen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas bestimmtes, eine bestimmte Nummer irgendwie bekommen oder irgendwas. Was ist denn das hier? Meine Kriegskorrespondenz von Salvador. Er hat mir das ganze letzte Jahr über solche Nachrichten geschickt. Agent Calavera, ich habe erfahren, dass du sicher in Rubalcava angekommen bist. Das ist sehr erfreulich, da du nun wieder für das ZVS arbeiten kannst. Ich freue mich, dir das erfolgreiche Schlüpfen der von dir befreiten Eier melden zu können. Die Küken, die Eva auf die Namen Manny und Matchy getauft hat, sind gesund und begierig, unserer Sache zu dienen. Mit etwas Glück wird dir die nächste Botschaft auf den zarten Schwingen der Wahrheit übermittelt. Im Namen der Revolution, Salvador Limones. Ich hab's noch nicht ganz gelesen, aber vielleicht später. Also letztendlich nie. Können wir schon mal reingucken? Ja, untersuchen. Calavera, dies ist wahrlich ein großer Tag für die Revolution. Sag Ola zum kleinen Manny, dem ersten offiziellen Boten des ZVS. Bitte gib ihm etwas zu picken und schick ihn zurück, damit wir wissen, ob der Jungfernflug ein Erfolg war. Ja. Manuel, es tut mir sehr leid, dass du noch nichts von deiner Matche gehört hast. Gedulde dich. Du darfst dein Herz nicht verschließen. Wenn es eure Bestimmung ist, werdet ihr eines Tages wieder vereint sein. Ah, er glaubt noch immer, dass ich in sie verliebt bin. Manuel, wir haben entdeckt, wer in diesem üblen Spiel die Fäden zieht. Dadurch, dass du uns Zugriff auf den Computer verschafft hast, kamen wir auf die Spur des Mannes, der die Dienststelle für seine finsteren Machenschaften missbraucht. Sein Name ist Hector Lemont. Er war einst ein kleiner Gauner und ist durch Betrug an Verstorbenen zu Macht und Reichtum gelangt. Hüte dich vor diesem Hector Lemont, Manuel, und sei vorsichtig. Ich werde es versuchen, weil sonst wird er uns ja beleben, in Anführungsstrichen. Lieber Freund, unsere Bewegung gewinnt täglich an Einfluss und wächst zusehends. Vieles davon ist unserem Kommunikations- und Aufklärungsnetz zu verdanken, dessen Aufbau allein dein Verdienst ist. Was, in Anbetracht deiner Leistungen befördere ich dich hiermit zum Spezialagenten. Ich, Salvador Limones vom Zentralkomitee verlorener Seelen, salutiere vor dir, Manuel Calavera. Du bist ein wertvoller Verbündeter in dieser gerechten Sache. Ja, vielen Dank. Es gibt gute Neuigkeiten. Wir haben ein bislang unbekanntes Talent unserer kleinen Boten entdeckt. Wir wissen nicht wie, aber diese mysteriösen Vögel finden ihr Ziel doch tatsächlich allein, indem sie sich ein Foto des Empfängers ansehen. Um dieses Ereignis gebührend zu würdigen, hat Eva ihnen allen kleine Baretts gemacht. Ich schicke dir ein paar Fotos. Das ist natürlich geil, mit so Tauben mit so kleinen Mützchen. Manuel, voller Sorge habe ich vernommen, dass du das Automatenrestaurant gekauft und in einen Nachtclub umgewandelt hast. Ich verstehe, dass du die lange Wartezeit in Rubalcava angenehm gestalten willst, aber ich bete dafür, dass du unser eigentliches Ziel nicht aus den Augen verlierst. Wahren Ruhm findest du nicht in dieser Welt, sondern in der nächsten. Ich bin bereits in der nächsten Welt. Diese habe ich heute erhalten. Sieh dich vor, Manuel, denn du schwebst in größter Gefahr. Irgendwie hat sich die Nachricht von deinem Aufenthalt in Rubalcava bis auf die Straßen von El Maro herumgesprochen. Wenn Hector Lemont davon erfährt, wird er gewiss seine Handlanger auf dich ansetzen. Du musst deine Suche nach Mercedes bis auf Weiteres unterbrechen und bitte, verschwinde mit dem nächsten Schiff aus Rubalcava. Er übertreibt vermutlich. Aber jetzt komme ich mir doch ziemlich dumm vor, meinen Namen draußen auf das große Schild zu setzen. Ja, schon so ein bisschen. Agent Calavera, ich habe erfahren, also, dass du sicher in Rubalcava. Oh Gott, nein, ich kann es nicht abbrechen. Das ist sehr erfreulich, oh Gott. Da du nun wieder für das ZVS arbeiten kannst. Ich freue mich, dir das erfolgreiche Schlüpfen der von dir befreiten Eier melden zu können. Die Küken, die Eva auf die Namen Manny und Matchy getauft hat, sind gesund und begierig, unserer Sache zu dienen. Mit etwas Glück wird dir die nächste Botschaft auf den zarten Schwingen der Wahrheit übermittelt. Im Namen der Revolution. Mein Gott. Salvador Limones. Also... Mag sein, dass ich etwas ungehalten wirke, aber ganz ehrlich, wenn man ein Spiel schon remastert, kann man vielleicht ein paar Komfortfunktionen einbauen, sowas wie Dinge unterbrechen. Also vor allem, wenn man sie schon mal gehört hat und wenn Monologe echt ewig gehen. Das muss echt nicht sein, das geht mir ein bisschen auf den Zeiger bei dem Spiel. Aber gut, weiter geht's. Wir gucken uns mal noch dieses Bettchen hier an. Ah, schlafen, um Albträume von Spinnen und Bibern zu haben. Aber noch eines längst gemeistert, ich bitte dich, kannst du jetzt schlafen? Besser nicht. Was, wenn ich Matches Ankunft verschlafe?
War das schon ein Jahr hier, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber gut, mit den Lampen kann ich nichts mehr machen. Ich kann da hinten hingehen, ich kann da vorne raus. Geh mal kurz da hinten hin. Achso, das ist hier, okay. Also hier ist gut, hier war ich noch nie, aber... Jetzt wieder hier hoch. Alter! Nee. Ah! Es ist ganz wichtig, jedes Mal eine andere Perspektive zu haben. Wo kommen wir jetzt hier hin? Hier kommen wir nach oben, oder? Ja, okay. Ja gut, dann gehen wir wirklich mal das nächste Mal nach unten. Oder das nächste Mal, gleich in der nächsten Folge. Und gucken mal, was es hier alles so gibt. Bis gleich!